Hi mal wieder, ich bin's, Marc von BikenTV. Ja, und natürlich angesichts der Corona-Krise heute ein paar Worte dazu von mir und danach noch zusammengefasste Fahrtechnik-Tipps. Ja, da haben wir jetzt aber direkt schon die Fragestellung. Ihr wisst natürlich alle Regeln, die man gerade einhalten sollte, um das Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Das heißt quasi natürlich zu Hause bleiben oder in die Natur gehen, aber nicht zu Menschen, wo viele Menschen sind, immer schön Abstand halten, wenn man einkaufen muss, 2 Meter, sich nicht mit Freunden treffen, sondern wirklich nur mit der Familie sein und alleine rausgehen oder halt mit der Familie, aber nicht unter Leute. Ja, ihr wisst, man muss einfach jetzt alles machen, damit quasi da Menschenleben gerettet werden können. Das ist sehr, sehr wichtig. Brauche ich jetzt auch nicht nochmal so ins Detail gehen, da findet ihr alles in den Nachrichten, in den sozialen Medien. Jetzt die Frage für uns Biker ist, also gesetzlich ganz klar, auch in den Bundesländern oder soll selbst in Österreich ist es so, dass man noch Fahrrad fahren darf. Man soll noch rausgehen, alleine oder halt mit einem Familienmitglied oder dem WG-Mitbewohner und sich bewegen. Man muss natürlich jetzt gucken, wie ist das Thema mit den Risiken? Weil wenn man sich selber ein Risiko aussetzt, sich zu verletzen, dann kann man das Gesundheitssystem wirklich noch mehr gefährden. Die Krankenhäuser werden in den nächsten Wochen sehr überbelastet sein. Da brauchen die keine gestürzten Biker, die sie jetzt noch operieren müssen. Das heißt, es wäre auch für euch selber unangenehm, wenn ihr euch jetzt verletzt, ins Krankenhaus kommt, niemand darf euch besuchen, alles mit Schutzkleidung und vielleicht wird eure OP aufgeschoben, wer weiß. Also, was da noch alles kommt. Das heißt, bleibt safe, bleibt gesund. Aber die Frage ist, wie viel kann ich denn jetzt noch Fahrtechnik trainieren? Weil man will ja auch nicht einrosten. Wir machen auch noch ein paar Videos zum Thema Fitness. Was kann man so zu Hause machen? Und ich möchte aber heute darauf eingehen, wie könnt ihr üben, ohne euch zu sehr gefährden. Im Anschluss an meine Meinung kommt nochmal zusammengefasstes Fahrtechnik-Video mit Tipps, die ich einfach mal so in alten Videos zusammengefasst hatte, was ihr so machen könnt generell. Jetzt ist die Frage, wo fängt denn das Risiko an? Zum Beispiel Trackstand Balancetraining ist ziemlich risikofrei. Kann man super gut üben. Der Punkt ist natürlich auch individuell. Bisschen für Anfänger ist natürlich die Schwelle, wo fängt etwas anderes kann zu werden. Und für jemanden, der schon sehr erfahren ist und viel Können hat, ist es woanders. Aber trotzdem sollte man nicht pokern und wirklich eher Dinge machen, die einen nicht gefährden. Weil, wie gesagt, ins Krankenhaus will gerade niemand. Das heißt, das kann unterschiedlich sein. Manual zum Beispiel. Für manche Leute finde ich, Manual ist eine sehr gefährliche Übung, weil man kann stürzen, wenn man noch nicht einen sicheren Bremsfinger hat. Dass, wenn man den Manual-Impuls zu stark gesetzt hat, dass dann dass man auf den Rücken kippen kann. Da kann man sich verletzen am Rücken, an den Händen, wenn man sich abfangen will. Also Manual ist für manche, die es schon ganz gut können und noch verbessern wollen. Und kann man ein bisschen üben. Ich denke mal, ich gebe jetzt keine Empfehlung aus, weil das muss jeder für euch selber schauen. Aber haltet das Risiko gering. Und Trackstand, Balance kann man in der Wohnung üben. Da gibt es 1000 Spielereien, die man machen kann. Immer im Hintergedanken, passt bitte auf. Ich habe jetzt schon viele Videos auf Instagram gesehen, Leute, die Tricks in der Wohnung machen. Aber das sind dann auch ziemliche Könner. Man kann nämlich auch in der Wohnung doof umfallen, wenn man irgendwie einen schwierigen Trick macht. Und dann irgendwie mit dem Kopf gegen die Tischkante. Also, ich will jetzt keine Szenarien, ja. Aber ihr wisst, was ich meine. Also, da sicher bleiben. Wenn ihr ein bisschen einen Hof habt oder eine Straße, die ruhig ist und ihr wollt ein bisschen in eurem Bunnyhop üben und so, zieht euch Schienbeinschoner an, bitte, weil das ist so beim Bunnyhop ein Verletzungsrisiko, dass man sich das Schienbein so aufhaut, dass man genäht werden muss. Ja, also entscheidet individuell, wo sind für euch Risiken. Mein Tipp wäre, ja, ich fahre gerade auch einfach nur entspannt Fahrrad. Ein bisschen, wie gesagt, Balancetraining und so kann man gerne machen, aber ich möchte jetzt nicht ja, quasi euch anstiften, irgendwelche wilden Tricks zu üben, ja, weil ihr Zeit habt und zu Hause seid. Das geht auch für die jungen Zuschauer, falls ein paar hier dabei sind, die jetzt quasi Zwangsferien haben und ja, dann vielleicht habt ihr im Keller die Möglichkeit Klimmzüge, dann powert euch eher körperlich aus, aber übertreibt es nicht mit dem Biken, dass ihr irgendwelche schwierigen Tricks macht oder so, die euch wirklich gefährden. Ja, das ist meine Meinung. Mich interessiert eure Meinung und ja, was würdet ihr jetzt noch üben? Was findet ihr nicht mehr verantwortungsbewusst? Genau, ja. Und ich habe noch eine News für euch. Da wird es in nächster Zeit aber noch mehr zu geben, weil das ist für mich eine ganz große Nachricht, auch jetzt in dieser schwierigen Zeit. Ich habe nämlich einen neuen Job und freue mich mega, im Team von Velo Total zu sein. Da gibt es ein Magazin hier, das ist aber für den Fachhandel. Und halt noch einen YouTube-Kanal, den verlinke ich jetzt hier mal mit interessanten Testvideos.
und auch schon vielen Videos, die geklickt wurden. Ja, gerade wenn es um Reviews, Erfahrungsberichte geht. Ja, und ich bin jetzt mit im Team und wir werden da echt viel zusammen machen und ich freue mich mega. Und deswegen, weil ich mich so freue, gibt es jetzt auch ein paar Gewinnspiele. Einfach so, weil ich noch schöne Sachen für euch habe und weil ich jetzt auch viele Themen machen will. Jetzt ist gerade die Sache, ich habe keinen Kameramann jetzt in der Zeit, wo der mir helfen kann. Auch nicht mein Nachbar oder irgendein Kumpel oder ein Freund. Ja, das heißt, ich kann nur Videos machen mit Kamera, die ich irgendwo hinstelle, auf ein Stativ oder so. Ja, da, wenn ihr Ideen habt, schreibt es in die Kommentare. Was wollt ihr sehen von mir? Ich habe schon ein paar Ideen, weil ich kenne mich ja auch noch mit anderen Themen aus, als jetzt nur mit Mountainbike-Fahrtechnik oder Mountainbikes und Fahrräder. Zum Beispiel mit Ernährung habe ich mich viel auseinandergesetzt. Mit Fitness auch. Da sage ich natürlich immer, ich gebe euch Tipps, bin aber selber jetzt kein ausgebildeter Experte. Ne? Genau. Gut, dann bleibt gesund, achtet bitte auf die Regeln, gefährdet niemanden. Wir werden das jetzt schaffen, die Wochen, Monate einfach mal das Leben ganz anders zu machen. Und danke natürlich, das sind jetzt keine losen Worte, danke an die, die jetzt beruflich raus müssen, die mit Menschen arbeiten, die das System, die Infrastruktur aufrechterhalten. Ich bin auch der Meinung, wenn die ganze Krise vorbei ist, sollte man überlegen, diese Berufe, die oft schlecht bezahlt werden, sei es der Postbote, die Kassiererin, Putzhilfen im Krankenhaus oder was weiß ich, und die, natürlich die ganzen Ärzte, aber es gibt viele, die werden echt schlecht bezahlt, haben übelste Schichten und so. Also vielleicht sollte man anstatt jetzt immer nur Danke, Danke zu sagen, denen einfach auch mehr Lohn geben. Genau. Ich will jetzt nicht zu politisch werden, sorry. Bleibt gesund. Wir sehen uns im nächsten Video. Jetzt kommen nochmal zusammengefasste Tipps, wie ihr besser werden könnt. Achtet bitte selber darauf, was ihr jetzt üben wollt und was nicht. Ich freue mich aufs nächste Video. Also, wichtig ist eine zentrale Haltung auf dem Rad. Kennt ihr die Begriffe Grundposition, Aktivposition oder was auch noch dazwischen liegt? Einfach, dass man halt zentral steht, nicht zu weit hinten hängt oder zu weit vorne, sondern über dem Tretlager, Gewicht auf den Füßen. Und das ist eine ganz wichtige Geschichte, Ellenbogen raus schon. Und die Basis einfach für gutes Trailfahren müsst ihr einfach so machen. Es ist sehr wichtig, dass ihr eure Bremsen gut kennenlernt, also Einfingerbremsen bei den modernen Scheibenbremsen heute. Und da gibt es diverse Übungen, um das Gefühl für die Bremse zu bekommen, dass man nicht die Räder sofort blockiert, beide Bremsen gut kennenlernt und vielleicht auch mal auf einer Schotterpiste, einem Schotterparkplatz mal eine Zielbremsung macht, bergab mal die Bremsen schleifen lässt, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Und das ist sehr hilfreich im technischen Gelände. Gleichgewicht kann man nie genug üben, nie zu viel üben. Und egal welches Level man hat, ja, man fängt an langsames Fahren, auf einer Linie balancieren. Man kann auch den Trackstand üben, das heißt stehen auf dem Rad, schön im Alltag, wenn man in der Stadt fährt, an der Ampel mal halten. Und so Geschichten, Step by Step, das aufbauen, das hilft einem im Gelände enorm, wenn man ein gutes Balance-, Gleichgewichtsgefühl auf dem Bike hat. Kurvenbasics sind auch sehr wichtig. Also wenn ihr Kurven fahrt, das ist anders auf dem Mountainbike als beim normalen Fahrrad. Das Rad ist mehr geneigt, der Körper bleibt zentral und da kann man noch mehr neigen. Gibt es verschiedene Varianten, auch mit der Kurbelstellung. Und man sollte es einfach üben, damit man halt nicht das Problem hat, dass man mit der normalen Stadtfahrrad-Rennradtechnik auf Schotter dann plötzlich wegrutscht, weil das ist ganz anders. Und deswegen Sattel am inneren Bein, man sollte da hinschauen, wo man hin will. Und so kann man die Kurven meistern. Bevor man sich in Steilpassagen oder Stufen im Gelände wagt, sollte man vielleicht mal an kleinen Treppen starten. Eine Zweiertreppe, eine Dreiertreppe. Und dann kann man Schritt für Schritt auch das Technische und auch das Mentale dabei üben, weil man da quasi auch blind auf die Kante zufährt. Und eine zentrale Haltung, etwas tiefere, aggressivere Haltung für das steile Gelände und das Rad dann unter sich arbeiten lassen, das ist ganz wichtig. Und dann könnt ihr auch im Gelände mit der zentralen Haltung das meistern und nicht den Hauptfehler machen, den viele einfach die Arme strecken, hinter den Sattel gehen. Da braucht ihr keine Gedanken machen, der Sattel wandert unter euch alleine nach vorne und ihr könnt zentral über dem Tretlager bleiben.
Hindernisse überwinden. Ja, das ist eine ganz wichtige Sache. Dicke Wurzeln oder auch im Alltag meine Bordsteinkante. Und da sollte man die Eintrittskarte lösen. Das ist nämlich das Anlupfen des Vorderrads. Da hilft zum Beispiel der Manual Impuls. Tief gehen, den Lenker wegschubsen. Dadurch kommt der Körperschwerpunkt etwas nach hinten und das Vorderrad folgt in die Höhe. Ja, das kann man machen. Und als nächste Übung, das ist dann schon nicht mehr ganz basic, aber das Hinterrad mitnehmen, Füße in die Pedale spannen. Und das empfehle ich euch auch Step by Step zu üben. Und zieht euch Schienbein schon an, und damit ihr keinen schmerzhaften Kontakt zum Schienbein bekommt. Und Schritt für Schritt aufbauen, und nachher geht es auch Richtung Bunny Hop. Werdet ihr Step by Step aufbauen. Es geht darum, wenn man jetzt schneller wird auf Trails, dass man, wenn man die Basics drin hat, das Tempo steigern kann. Man lässt das Bike unter sich arbeiten durch Wurzelfelder, Geschwindigkeit stabilisiert. Das ist ein wichtiges fortgeschrittenes Thema, steigert das Tempo. Auch langsam und technisches Fahren ist sehr wichtig, einfach weil man auf engen Trails, im technischen Gelände viel Bike-Kontrolle braucht. Basics wie Gleichgewicht und so ist da sehr wichtig. Hinterrad versetzen, Vorderrad versetzen, das sind wichtige Themen. Schmale Pfade bieten oft da Herausforderungen in dem Bereich, und die Challenges gehen bis halt zum Versetzen. Basics wie Blickführung und gutes Radgefühl sind natürlich da sehr, sehr wichtig. Und macht das Schritt für Schritt, steigert euch und übt auch mal schön weiter das langsame Fahren, damit ihr da sicher euch fühlt und dann euch immer auch langsam bewegen könnt, zum Beispiel auch mal ganz langsam eine Treppe runterfahren. Das sind ein paar Tipps, die man da machen kann, damit man dann im langsamen technischen Gelände optimal unterwegs ist. Der Bunny Hop ist eine Sache, die braucht man immer. Ja? Ob man jetzt ein Hindernis hat, in der Übung kann man auch mal einen Baumstamm nehmen oder einen Ast oder vielleicht einfach nur eine Linie. Das ist einfach unglaublich wichtig, diesen Move zu üben. Erst das Vorderrad kommt hoch, das Hinterrad folgt dann, wenn man abspringt aus den Beinen. Ja, und auch das ist einfach unglaublich wichtig, sich da Schritt für Schritt ranzutasten. Erst das Vorderrad üben, dann das Hinterrad üben, dann zusammenfügen zur Wippe, dann alles zusammen zum Bunny Hop. Man kann in der Luft das Hinterrad noch hochziehen. Bleibt daran, übt den Bunny Hop im Trail, braucht ihn andauernd. Für Pre-Hops, für Hindernisse, gebt das nicht auf, macht weiter. Also man sollte mit dem Rad viel spielen, das ist klar. Wenn man nicht die Zeit hat, jeden anderen Biken zu gehen, aber 10 Minuten am Tag ein bisschen rumspielen mit dem Fahrrad, das bringt unglaublich viel. Treppen runterspringen, rückwärts fahren, Bordsteinkante nehmen als Hindernis oder als Drop, oder man kann auch auf einer Bordsteinkante balancieren, das ist auch super, auch auf dem weißen Verkehrsstreifen, auf kleinen Mäuerchen. Man kann Treppen nutzen zum Reinspringen, man kann sie absurfen, man kann alles Mögliche, man kann natürlich auch einen Gullideckel rumkurven, um die Kurventechnik einzutrainieren, das macht eine Menge Laune. Und Treppen ja auch mit anderen Abständen mal nutzen, um schön zu lernen, wie man unter das Bike unter sich arbeiten lässt, Bänke, all sowas könnt ihr nutzen. Schräglagen in kleine Mauern für Wallrides. Drops sind super wichtig, einfach im Gelände habt ihr Stufen, die ihr, wo das Hinterrad nicht abkippen darf, dann müsst ihr Droptechniken anwenden, in Bombenlöcher oder einfach auf Trails, manchmal Geländestufen, Kanten, da sollte man das üben, das Vorderrad leicht machen, mit Manual Impuls oder mit Floater Drop. Erst wieder einen kleinen Bordsteinkanten üben, dann kann man kleine Kanten im Gelände nutzen, man kann auch da natürlich in den Bikepark gehen, da mit Tempo die Übungsdrop springen, mit dem Floater oder einfach mal mit dem Manual Impuls. Mit etwas weniger Tempo das Ganze machen, sich Schritt für Schritt steigern. Es gibt auch viele Drops, die man da hat zur Übung. Man kann auch anfangen, das Vorderrad einzuschlagen und ein bisschen zu steilen. Und Droppen macht einfach Spaß, es bleibt, es ist eine mentale Herausforderung. Technik ist einfach, es macht einfach unglaublich Spaß. Also drop it. Das Hinterrad versetzen ist einfach unglaublich wichtig, wenn es immer technischer, immer enger wird, und dann eine saubere Technik zu lernen, ist einfach unglaublich, sag ich mal, existenziell, mit schleifender Vorderbremse, mit einem Impuls aus dem Körper. Man muss es einfach üben, Schritt für Schritt, und dann angepasst üben. Vielleicht erstmal die kleinen Nose-Wheels, man muss sich auf dem Vorderrad wohlfühlen, die Vorderbremse ganz zu, dann schleifen lassen, das weiter üben, und dann geht es in technische Gelände, man kann das anwenden. Vielleicht auch mehrfach versetzen, das ist super wichtig, dass man da auch Schritt für Schritt herangeht. Anlieger und Pumptracks, man hat im Wald manchmal so natürliche Anlieger, das macht eine Menge Laune. Man kann mit Schwung um die Kurve herum. Im Bikepark kann man das natürlich super üben. Das ist ideal, die Strecken dort. Was viele falsch machen, die lehnen sich voll mit dem Körper rein wie ein Rennradfahrer, und das ist nicht optimal. Besser ist es, wenn man das Rad mehr geneigt hat, den Sattel am inneren Bein, je nachdem. Man kann die natürlich auch pumpen, die Kurven, wie im Pumptrack. Das ist natürlich eine gute Sache. Das heißt, man wird in der Kurve drückt man das Rad noch
in den Boden rein, dann wird man schneller, wenn man aus der Kurve rauskommt. Und das ist natürlich eine super Sache. Im Pumptech kann man das top üben, weil man hat viele Wellen und die Kurve fährt sich dann ähnlich wie eine Welle, dass man das Rad reindrückt, also aus den Beinen reindrückt, wie bei einer Welle. Erstmal in den Wellen üben und dann kann man das Ganze auch in der Kurve machen. Die Blickführung ganz, ganz wichtig und die Linienwahl, diese Schräglage, da muss man sich dran gewöhnen, aber es macht eine Menge Spaß. Im Pumptech ist es generell wichtig, dass man nicht nur mit den Beinen das Rad in diese Mulde reindrückt, sondern auch mit den Armen und man wird immer schneller, das ist super. Sprünge trainieren kann man schon im Wald, auf Trails hat man oft so kleine Anhäufungen, die den Sprung funktionieren, dann auch in eine Streckung gehen, beim Absprung schön die Landung abfedern. Man hat natürlich den Vorteil, wenn man jetzt einen Bikepark hat oder eine lokale Strecke, dass man schon Tables hat, an denen man üben kann, dieses richtige Abspringen, das ist eine super Sache und hat sich daran. Viele wollen das Rad dann so hochreißen, das funktioniert nicht gut, dann kommt man nicht in die Höhe, kein gutes Timing. Dann werden die Tables auch langsam größer, man kann auch vielleicht ein bisschen stylen. Tables sind sehr sicher, da solltet ihr üben. Ihr könnt ja auch eine kleine Rampe bauen, wir haben hier die MTB-Hopper-Rampe. Man kann sich sowas selber bauen und dann erst einen Parkplatz üben. Dann kann man sich die vor Schrägen stellen, da haben wir ein Video jetzt auch zu gemacht. Das macht super viel Laune. Und natürlich Step-Ups, irgendwo draufspringen, da muss man schon Routine haben. Da kann man sich auch im Bikepark rantasten oder am lokalen Spot. Und wer natürlich viel Erfahrung hat, kann auch mal versuchen, eine ganze Welle abzuspringen im Pumptrack oder in der BMX-Strecke, das ist sehr fortgeschritten. Also die Treppen, da haben wir ein Video zu gemacht, da könnt ihr reinspringen. Die könnt ihr zum Fahren nutzen, ihr könnt ganz langsam fahren, ganz schnell fahren, ihr könnt die zentrale Position dabei trainieren und Treppen findet ihr überall, vielleicht auf dem Schulhof in der Nähe. Man kann auch ein bisschen üben, kleine Drop-Techniken, Treppen runterspringen oder auch ein Treppen-Gap springen, das macht Spaß, wenn man eins findet. Auf dem Vordrad fahren, eine Treppe runterfahren, ist natürlich schon eine Herausforderung, aber die Spielerei hört nie auf. Hindernisse findet ihr überall im Städtischen, Bänke, Stöcke, kleine Mauern, da könnt ihr eure Techniken dran trainieren, auf ein Hindernis drauf. Entweder mit niedrigem Sattel oder mit hohem Sattel, normaler Drop oder Wheelie Drop, alles geht. Und ihr könnt euch ein Stöckchen hinlegen, so läuft es auch. Nach und nach, Vorderrad, Hinterrad, anrufen bis hin zum Bunny Hop. Und da könnt ihr auf jeden Fall auch die Höhe langsam steigern. Und das könnt ihr vor der Haustür super üben. Bordsteinkanten helfen natürlich auch, die Drop-Techniken zu üben. Das hatten wir schon gesagt. Und das könnt ihr langsam steigern. Wenn ihr eine Straße habt, die leicht bergauf geht, könnt ihr den Wheelie üben. Und das Schöne ist, wenn ihr den Manual übt, bergab, könnt ihr die Geschwindigkeit nutzen, das Gefälle auf dem Hinterrad zu rollen mit dem Manual. Also das ist eine super Sache, bergauf dann wieder im Wheelie. Und so könnt ihr wirklich vor der Haustür ideal trainieren. Jeden Tag am besten, viel Wiederholungsfrequenz. Kurven könnt ihr um die Gullideckel herum oder ihr steckt euch welche ab. Hier haben wir Pylonen genommen, auf asphaltfestem Boden oder auf Schotterboden. Schritt für Schritt die Technik üben. Die Videos dazu binde ich nochmal ein. Die Blickführung, die Körperrotation, alles was wir brauchen. Ihr könnt das Rad noch mehr neigen mit Hilfe der Arme und so könnt ihr trainieren. Aber auf dem Stadtrad könnt ihr mal versuchen, ganz enge Radien zu fahren. Im Alltag hilft das, einfach mal zu wenden und die Blickführung anzuwenden. Also wer jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt, der kann natürlich ideal üben. Auch, man braucht jetzt kein Mountainbike. Ja, Balance geht da auch super. Auf einem normalen Rad einfach mal stehen bleiben, Schritt für Schritt. Warten, bis die anderen vorbei sind, dann weiterfahren und auf einer schmalen Linie balancieren, auf Bordstein oder auf einem weißen Streifen. Das macht Spaß. Immer langsamer werden, dann wird es immer schwieriger. Und ja, um Baumstamm zu fahren, ist natürlich dann schon eine Klasse drüber. Da hat man natürlich ein bisschen mehr Angst runterzufallen, Schritt für Schritt, kleine Baumstämme und dann auch größere. Man kann sich natürlich auch für das Gleichgewichtsgefühl irgendwo abstützen, eine Ampel oder einen Baum. Und da kann man optimal üben. Der Trackstand ist natürlich ideal, wenn man ganz ruhig steht. Am besten leicht bergauf, dann kann man ein bisschen anfangen hin und her zu pendeln, vor und zurück. Ja, und das macht natürlich auch eine Menge aus, damit man nachher das Balancegefühl auch im Trail anwenden kann. Ja, dieses Rückwärtsrollen macht natürlich riesig Spaß. Da hatte ich auch schon mal ein Video zu gemacht und ist eine super Kontrollgeschichte. Und man kann halt ein Stoppie machen oder eine kleine Rampe nehmen und immer mehr dann auf rückwärts rollen. Ja, das macht eine Menge Spaß. Kann man kombinieren, zum Beispiel erst ein Manual, eine kleine Rampe hoch, dann wieder rückwärts fahren. Also Tauschenspielereien findet man. Und hier die kleine Schranke, die ich genommen habe. Ja, ich hoffe, ihr seid inspiriert. Viel Spaß beim Üben.